Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal Gelsen Gaming. Ich bin euer Mango und heute starten wir mit The Sinking City, das auch heute am 27.06.2019 erscheint. Ich habe mich noch wirklich eigentlich gar nicht über dieses Spiel informiert. Ich wollte mich absolut überraschen lassen. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir sind ein Detektiv. Also wir spielen die Rolle eines Detektiven, der in einer Stadt lebt. Ich weiß noch nicht mal, welche Stadt das ist, ob das eine fiktive Stadt ist oder ob es die Stadt wirklich gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geschehen sehr, sehr merkwürdige Sachen in dieser Stadt. Und wir als Detektiv müssen herausfinden, ja, was denn hier eigentlich abgeht und was hier alles so passiert ist. Bin mal sehr gespannt. Eisiger Empfang. Sehr geehrter Mr. Reed. Ich habe Nachforschungen in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten sie hinsichtlich ihrer Vision recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie sie, von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die ihr allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die Ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlichst, Johannes van der Berg. Die meisten Mitglieder der Familie Blackwood verschwanden nach der Flut, oder? Was? In Oakmont legt man Wert auf Tradition. Jeder, der mit seinem Aussehen oder Verhalten Aufsehen erregt, wird sofort als Neuankömmling abgestempelt. Okay. Manche Schlussfolgerungen im Gedankenspielbildschirm können auf verschiedene Weise interpretiert werden, um demnach zu unterschiedlichen Fazits führen. Beim Aufeinandertreffen mit menschenfressenden Aalen spielt es keine Rolle, ob du ein guter Schwimmer bist oder nicht. Vermeide es daher, oh Mann. Die Bildschirme, Fallmappe und Gedankenspiele enthalten alle Informationen, die du für den nächsten Schritt bei deinen Ermittlungen brauchst. Falls du stirbst, wird dein letzter Spielstand geladen. Dein Charakter befindet sich dann an der am nächsten gelegenen sicheren Stelle. Oha, dann wollen wir doch mal schauen. Wir sind eigentlich im Wasser, aber irgendwie auch nicht, oder was? Auf jeden Fall war das schon mal ein sehr, sehr weirder Beginn. Ja. Dann tun wir doch erstmal das, was wir tun sollen. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir das? Oh, da liegt eine Pistole. Upsi. Wie nehmen wir die denn? Aha, mit Linksklick können wir uns die anschauen nur, okay. Ja, eine ganz normale 9 mm, wie es aussieht. Und wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Okay. Nein, die hatten wir gerade schon. Nehmen wir jetzt hier. Sehr geehrter, das ist der Brief, den wir gerade hatten. Ich bin nicht wohl auf die Ursache gestoßen. Genau. Den Brief haben wir ganz am Anfang schon durchgelesen. Fallmappe. C drücke zum Aktivieren. T drücke für weitere Informationen. Aha, das ist unsere Fallmappe. Hauptfall. Nebenfälle. A, also Hauptquest, Nebenquest. Abgeschlossene Fälle. Okay, eisiger Empfang ist also unsere erste Aufgabe. Auf Karte setzen, Hinweise anheften,
zurück. Okay, was stand da mit T? Können wir noch irgendwas mit T machen? Nö. Ich habe jetzt mal Leertaste gedrückt. Ja, da sehen wir noch nicht allzu viel. Aber, ach so, das war unsere Fallmappe und die haben wir jetzt also genommen. Dann haben wir gesammeltes Fähigkeiten. Aha. Das ist ja interessant. Inventar. Alkohol, Federn. Auch Geld. Kann man auch Geld sammeln? Erste Hilfe ist ein gewöhnlicher Verbandkasten der Arme mit Verbandzeugs und einer Dosis eines starken Schmerzmittels. Okay, Optionen. Ja, da sind wir hier. Nö, da wollen wir nicht hin. Schon. Ja, ich hoffe, das Spiel ist. Ja, aber sieht man ja schon. Ist ja schon. Ist ja schon auf Deutsch. Gedankenspiele haben wir hier noch. Keine Hinweise im Moment. Ja, gut. Machen wir es mal weiter. Schauen wir uns das hier alles mal an. Die Klappkamera. Ist sie jetzt bei uns im Inventar? Die Klappkamera? Oder was bringt die uns jetzt? Gesammeltes vielleicht? Nee. Okay, keine Ahnung, was wir mit der Klappkamera jetzt anfangen können. Was ist das da oben in der Luft? Da ist doch. Sieht doch aus, als ob die Klappkamera da abgebildet wäre, oder? Okay, was ist das hier? Sollte man nicht trauen. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Reisewerbungen sollte man nicht trauen. Okay. Aber ich sehe gerade schon, ich mache mal das Spiel ein kleines bisschen lauter. So vielleicht. Mal gucken, ob das so vielleicht besser passt. Können wir uns die nicht nehmen? Ich möchte eine Waffe gerne mitnehmen. Oh, was haben wir hier im Schrank? Was? Ah, halten. Okay. Federn und Patronenhülsen gefunden. Okay, sehr schön. Sonst noch irgendwas zu entdecken hier? Nein. Aber das interessiert mich jetzt ja mal schon. Was hat es denn hier mit der Klappkamera auf sich? Oh, jetzt habe ich mal auf T gedrückt. Was haben wir denn hier Schönes alles? Hinweise liefern entscheidende Informationen. Zum Voranschreiten bei den Ermittlungen. Interagiere mit Objekten und Menschen. Kombiniere im Gedankenspiele-Bildschirm Hinweise zu Schlussfolgerungen und manche Fotos, um neue Hinweise zu erhalten. Ein weißer Rahmen beim Benutzen der Kamera bedeutet, dass du den richtigen Bereich fotografierst. Lies dir, aber wie kriegen wir denn die Kamera? Wie kriegen wir denn die Kamera? Halte, gedrückt halten, um das ganze Bild zu sehen. Was? Was? Okay, keine Ahnung. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg. Oh, einmal. Tut mir sehr leid, hier ist gerade so ein Saubermachwagen von draußen durch. Ja, okay. Aber wie können wir denn die Kamera benutzen? Ich möchte auch gerne ein Foto von machen. Lies dir alle Hinweise genau durch, um wichtige Orte in der Spielwelt auszumachen. Hefte anschließend einen Hinweis auf der Karte an, um deine Route zu planen. Hinweise anheften, das ist klar, das ist klar. Es ist immer noch nicht klar, wie ich denn die Kamera benutze. Die Straßennamen und Bezirke der Stadt werden von Anfang an auf der Karte angezeigt. Die meisten Wahrzeichen und interessante Orte in der Stadt musst du erst entdecken. Gebäude im Archiv, Wahrzeichen, Schnellreisepunkte, Ermittlungsschauplätze, Schlüsselhinweise, alle Hinweise. Platziere Markierungen auf der Karte, um die Route zu planen. Ja, es werden nur die Hinweismarkierungen für den ausgewählten Fall angezeigt. Wähle einen anderen Fall in der Fallmappe aus, um wichtige Markierungen. Okay. Schlösser und dünne Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Okay, Kampf. Wenn du dich duckst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Gegner können nicht nur körperlichen Schaden verursachen, sondern wirken sich unter Umständen auch auf negativ und deine Psyche aus. Auch negativ auf deine Psyche aus, so. Aber was ist das? Unfassbar. So, Gegner können nicht nur körperlichen Schaden, das hatten wir. Einige Gegner verfügen über einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie dich kalt erwischen könnten. Aber die meisten von ihnen haben auch Schwachstellen. Munition und andere Gebrauchsgegenstände sind rar. Okay.
Du gelangst nur an neue Vorräte, indem du plünderst, Gegenstände fertigst und Questbelohnungen erhältst. Schusswaffen laden sich nicht von selbst. So schaut's auch. Und tauchen können wir auch. Mit dem Harpunengewehr kannst du feindselige Kreaturen für kurze Zeit betäuben. Die Signalpistole sorgt für Licht und kann auch dazu genutzt werden, feindselige Kreaturen abzulenken. E halten, um den Druck deines Tauchanzugs langsam wiederherzustellen, falls der beschädigt ist. Okay, ich habe nichts gesehen, wie wir die Kamera verwenden können. Nein, das war falsch. Ja, achso, Steuerung kann ich ja mal einmal ganz kurz reinschauen, ne? Einstellungen, Steuerung. Zielen für Nahkampf, Waffe nachladen, ducken, integrieren, Taschenlampe, inneres Auge, Gegenstände, Tab. Okay. Wahrscheinlich auf Tab. Ja, guck, da ist er. Nice. Schwupp, dann haben wir das Foto ja doch noch bekommen. Hä? Ein weißer Rahmen beim Benutzen der Kamera bedeutet, dass du den richtigen Bereich fotografierst. War das jetzt der richtige Bereich? Nein, so. Foto, aha, jetzt. Fotografie einer Trophäe. Sehr schön. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Ja, ja, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus, damit wir in diesem ersten Part noch mal ein bisschen was sehen von dem Spiel. Oh, wer bist du denn? Holen ja, hallo. Holen Sie Ihre Sachen und bringen Sie sie vom Schiff. Was? Holen Sie Ihre Sachen und bringen Sie sie vom Schiff. Haben wir irgendwas übersehen? Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Ah, jetzt haben wir die Pistole. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Okay, jetzt haben wir die Pistole. Da muss man nochmal Rechtsklick drücken, um die dann wirklich zu nehmen. Okay, das war's dann. Das war's dann. Dann können wir die Pistole auch direkt... Was ist das hier? Gold? Eisen? Das ist der erste Hilfe? Okay. Dafür können wir direkt mal nachladen. So. Aha, jetzt ist er auch weg. So, dann schauen wir doch mal. Sprechen wir doch mal mit dir. Wer bist du denn? Ach so, du möchtest gar nicht mit mir reden. Ja, gut, dann gehe ich halt. Da sind Sie ja. Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Johannes van der Berg. Zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. So, Oakmont heißt es also. So, was mein Problem betrifft. Was hat es mit dieser Stadt auf sich? Schicke Kleidung. Ihre Kleidung ist ziemlich... Erstmal ein bisschen schmieren. Danke, Mr. Reed. Eine Schleim. Flut sollte keine Entschuldigung dafür sein, ungepflegt durch die Straßen zu laufen. So. Gelb scheint Ihre Lieblingsfarbe zu sein. Ich habe in der Tat eine Schwäche für Gelb. Jeder hat seine Macken, nicht wahr? Was hat es mit dieser Stadt denn auf sich? Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Wogen des Schicksals, was soll das denn bedeuten? Flut? Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme und der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten. Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Ja, was mein Problem betrifft. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen.
Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Wie erkenne ich ihn denn? Aber warte mal, ich wollte mal ganz kurz was ausprobieren. Das können wir jetzt gerade nicht machen. Mache ich dann gleich mal. Wie erkenne ich ihn denn? Mr. Throckmorton. Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Okay. Ich brauche eine Unterkunft. Was für ein Mensch ist Robert? Was für ein Mensch ist er denn? Können Sie mir etwas über Mr. Throckmorton erzählen? Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er entstammt einer einflussreichen Familie. Er ist ein Philanthrop, ein Gelehrter und der Mäzen der berühmten Universität von Oakmont. Ein Mann mit großen Zielen und einem noch größeren Ego. Sie sollten ihn nicht warten lassen. Ich brauche aber eine Unterkunft. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Das ist ja nett. Reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Wo befindet sich das Devil Reef Hotel? Was genau machen Sie in Oakmont? Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Schon ein seltsamer Dude, ne? Wo befindet sich das Hotel? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Ja, bin ich mal gespannt. Welche Orte sind das denn? Interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten sie wissen, wohin sie sich wenden müssen, wenn sie eine Spur verfolgen. Auf Wiedersehen. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde sie finden. Na schön. Drücke M, Karte, um aktivieren. Okay. Wie sehen wir denn jetzt, was ist? Ach so, das ist hier drauf markiert, ne? Aber diesen Anker, was soll das sein? Achso, wir können auch rauszoomen und reinzoomen, aber es bringt mir alles nichts, wenn ich nicht weiß, was das Symbol bedeutet. Wir stehen im Moment hier, das ist schon mal sehr schön. Hier ist unser Boot, das ist auch gut. Aber was ist das Zeichen für den Hafen? Okay, wo hat er denn noch... Ach, hier oben, da ist die Polizeistation, Redakteur, Krankenhaus, Bibliothek. Okay. Dann wollte ich jetzt noch einmal ganz kurz schauen... In den Einstellungen unter Town. Sprachausgabe erhöhen wir mal. Schauen wir mal, wie laut das jetzt ist. Wir werden uns wiedersehen. Ein bisschen. Okay, dann ist unser erstes Ziel, wenn wir mal C drücken. Ah, was bedeutet das denn? Wir haben einen Zimmerschlüssel des Devil Reef Hotel, genau, und wir haben, Johannes van Berg sagte, ich soll jemanden namens Robert Throckmorton am Hafen von Oakmont treffen. Offenbar kann er mir mit meinen Visionen helfen. Ja, das heißt dann, ja, dieses Zeichen heißt dann wohl immer, das ist das, wo wir uns gerade befinden. Dann finden wir mal den Mr. Throckmorton. Suchen wir mal Mr. Throckmorton. Bist du vielleicht schon Mr. Throckmorton? Nein, bist du nicht. Okay, wir gehen ja schon. So, schneller können wir auch laufen, ja.
Haben wir unsere... Nö. Wir haben zwar eine Pistole, aber Munition haben wir bis jetzt noch keine gefunden. Ich sollte mich mal hier ein bisschen besser umschauen, weil die haben schon am Anfang gesagt, Munition und alles rar. Also man sollte schon die Augen offen halten. Aber bis jetzt sticht mir auch nicht wirklich was ins Auge. So, wo ist denn Mr. Throckmorton? Mit Space können wir Markierungen setzen, ne? Gefahr? Jetzt habe ich Leertaste gedrückt, da steht Gefahr. Achso, das hier heißt Gefahr. Schatz, Hotelzimmerschlüssel. Okay. Wie kriegen wir es wieder weg? Löschen. Okay. Wenn wir jetzt nach hier hingehen zum Beispiel. Johannes van der Berg schreibt, dass er die Ursache für meine Vision gefunden hat. Ich muss ihn hier finden. So, dann suchen wir mal da. Ich möchte mal einmal ausprobieren, wie das Navi aus... Ne, man hat gar keine Minimap, ne? Aber aha, doch, da oben. Da oben so in etwa. Okay. Dann lösche ich das trotzdem jetzt mal wieder von der Map. Wir wollen ja nämlich erstmal Mr. Rockmorton finden, der sich ja auch hier am Hafen befinden soll, nicht? Okay, wenn wir hier gerade auslaufen, müssten wir zu unserem Boot kommen. Übrigens, das Spiel ist auch Open World, also man kann rumlaufen, wo man will und... Wer steht da? Rettungsboot oder Titania? Wo steckt denn dein Oberon, Titania? Und wer seid ihr hier? Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Okay. Keine einzige Makrele habe ich gefangen, seit sich diese Innsmouther die Fischerei unter den Nagel gerissen haben. Das ist ja traurig. So, was ist das denn hier? Ein Taucherhelm, brauchen wir den? Aus irgendeinem Grund jagt mir dieser Helm einen Schauer über den Rücken. Was stimmt nicht mit ihm? Irgendwas. Albert Throckmortons Testament. Ich hoffe, jemand findet diese Zeilen. Mein Name ist Albert Throckmorton und dies ist mein letzter Wille. Ich möchte Sie warnen, steigen Sie nicht hinab in die Tiefen unterhalb von Oakmont. Dort ist unleserlich, wir hätten das nicht tun dürfen. Achso, das, was da ist, ist unleserlich, ne? Alles hätte einfach in der Höhle bleiben sollen. Professor, ich habe Angst davor, was jetzt aus mir wird. Ich höre Gesang in meinem Kopf und wenn ich die Augen schließe, sehe ich Visionen. Der Zyklus beginnt wieder und wieder und wieder und wieder. Doch am Ende wird sie kommen. Ich muss alle warnen, ich muss meinen Vater Bescheid sagen und er ist hier. Okay, dafür haben wir auf jeden Fall auch Erfahrungspunkte bekommen und einen Hinweis haben wir entdeckt. Ist Mr. Throckmorton vielleicht tot? Das hier haben wir gefunden, ja. Und das Foto haben wir gemacht, sehr schön. Das findet man dann also hier drunter, Fallmappe. Was haben wir denn hier? Brief von Johannes Berg. So, wir machen jetzt natürlich erstmal das hier. Was ist denn, wenn wir jetzt Leertaste drücken? Was ist das hier? Schiff, Sharon, alle Hinweise gefunden. Ach so. Aber warum wird das denn hier nicht angezeigt, was das alles bedeutet? Naja, egal. Ist Mr. Throckmorton vielleicht schon tot? Aber wir sollen ihn tot... Ne, das kann ja nicht sein. Er sticht heraus, hat er gesagt. Auf E können wir schlagen, ja. Er sticht der Masse hervor. Wo befindet er sich? Ja, ich weiß, dass wir uns hier gerade wieder ein bisschen weiter weg vom Hafen bewegen. Aber hätte sein können, dass hier noch was versteckt ist. Gucken wir uns hier einmal ganz kurz um. Nö. Dann gehen wir jetzt mal die anderen Stege von dem Hafen hier absuchen. Und oh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Hey, hallo. Haben Sie ein Problem? Ich wollte eigentlich mit dir reden, aber... Okay, wenn du nicht reden möchtest. Ja, aber sieht schon schön aus hier, ne? Das sieht schon schön aus hier. Nur was ich mich jetzt frage, ist, muss man für Sachen, die man finden kann, sammeln muss, in der Nähe sein? Oder werden die von weiter weg auch schon markiert, dass da was ist? Und okay, da wird wahrscheinlich Mr. Throckmorton sein. Na schön, dann gehen wir da mal hin. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt er. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit.
Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Na schön, was ist mit Ihrem Sohn? Was wissen Sie über die Visionen? Sie sehen außergewöhnlich aus. Was ist mit Ihrem Sohn? Was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das? Ja, weil du gerade über deinen Sohn geklagt hast? Ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouthern. Da bin ich mir sicher. Wie heißt Innsmouthern? Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Da er jetzt eh schon ein bisschen getriggert ist, mache ich das mit Sie sehen außergewöhnlich aus, mal lieber nicht. Wer sind diese Innsmouthern? Sie scheinen auf Innsmouthern nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Ich könnte versuchen, Albert zu finden. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, Neuankömmling. Vera. Vera? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend. Sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Na gut. Danke. So, dann erzähl uns doch mal was über Alberts Verschwinden. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Wir brauchen aber noch ein paar Informationen. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor.
Okay, und wo ist das Rettungsboot? Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Ach. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton, aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Haus der Fischer wurde hinzugefügt. Das ist das Haus der Fischer und... Ist das das Boot, was wir gerade schon gefunden haben? Ja, ich soll jemanden namens Roy am Hafen auch, ne? Offenbar kann er mir mit meiner Vision helfen. Das ist jetzt das, was wir machen müssen, oder was? Ja, solange dein Sohn nicht gefunden ist, brauchen wir uns gar nicht mit seiner Hilfe... Auf seine Hilfe brauchen, genau. Konflikt... Es besteht ein Konflikt zwischen der Familie Throckmorton und den Innsmouthern. Albert kehrte von Sinnen zurück. Albert Throckmorton benahm sich sonderbar, als er von der Meeresexpedition zurückkam. Er war aggressiv und redete wirr. Was heißt das denn jetzt, wenn wir draufklicken? Was? Gedankenspiele? Okay, das wird wahrscheinlich dann später nochmal interessant. Und dann würde ich sagen, geht es dann in der nächsten Folge damit weiter, dass wir Albert suchen und weitere Hinweise sammeln. Ich hoffe, euch macht dieses Projekt Spaß. Ich freue mich eigentlich auf das Spiel, obwohl so eine Art von Spiel ich noch nie gespielt habe. Ich bin mal gespannt, wie ich mich hier so drin anstellen werde. Aber dann schauen wir und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke und bis dann.